Die sächsische Wirtschaft ist geprägt von dem Mittelstand. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer sächsischen Wirtschaft. Wir haben innovative, bewegliche und dynamische Unternehmen. Und die müssen auch in Zukunft in Sachsen attraktive Rahmenbedingungen hervorfinden. Und deshalb gilt es, Unternehmen zu fördern. Ein Mix aus Zuschuss- und Finanzierungselementen ist aus meiner Sicht wichtig, um Unternehmenserweiterungen zukünftig weiter fortzuführen und darin zu investieren. Also ich glaube, dass gerade der Landkreis und der Landtagswahlkreis mit Jörg Kiesewetter einen hervorragenden Kandidaten hat, der seine beruflichen Erfahrungen gerade im Bereich auch der Arbeitsagentur gesammelt hat, darum auch über die Situation im Wahlkreis bestens Bescheid weiß. Ein guter Vertreter, auch ein guter Ansprechpartner für die Wirtschaft, aber natürlich auch für die Menschen sein wird, die sich um einen Arbeitsplatz bemühen oder die letztendlich eine Qualifikation erreichen wollen. So wie ich Jörg Kiesewetter kennengelernt habe, hat er eigene Ideen, kennt sich in seiner Heimatregion aus und hat Kontakt zur Basis. Und das ist ganz entscheidend. Wenn er ab und zu mal guckt, wie die alten Hasen Kupfer und Tiefensee das machen, kann das nicht schaden. Die können ihm sicherlich auch einen Tipp geben. Aber ich glaube, frischer Wind tut gerade auch in der sächsischen Landespolitik jetzt gut. Und den kann Jörg Kiesewetter mit seinen Wurzeln aus der Region hier mit einbringen. Wir bekennen uns zur B87N. Wir brauchen diese Straße, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Es ist wichtig, dass diese Straße gebaut wird. Es ist aber ebenso wichtig, dass dies im Konsens mit den Menschen vor Ort passiert. Es gibt ja die Taucherer Erklärung, die sich eindeutig gegen die Querung der Partenaue ausspricht. Und dafür stehen wir. Jörg Kiesewetter kenne ich seit mehr als 10 Jahren. Er ist seit 2003 mein Stellvertreter im Stadtverband, also der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzender, ein sehr engagierter Mitarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf, obwohl wir ehrenamtlich unterwegs sind, sitzt schon einige Jahre im Stadtrat und wenn man mit ihm spricht, man kann sich auf das verlassen, was er sagt. Ein letzter Punkt ist mir ebenfalls besonders wichtig. Das sind die Fragen rund um die innere Sicherheit. Unsere Polizei ist der Garant für die innere Sicherheit in unserem schönen Freistaat. Wir wollen hier auch zukünftig die Attraktivität dieses Berufsstandes weiter stärken. Und natürlich auch als Feuerwehrmann zum Thema innere Sicherheit für mich besonders wichtig die Anerkennung der im Ehrenamt geleisteten Arbeit im Brand-, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Unsere Feuerwehren müssen zukünftig auch ordnungsgemäß materialtechnisch ausgestattet sein. Dazu muss der Freistaat sich entsprechend beteiligen und den Kommunen auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Ich bin davon überzeugt, dass er am 31.08., also am 31. August gewählt wird und dass er dann auch zu unserer Fraktion gehört und damit letztendlich die Geschicke Nordsachsens in Dresden mitvertritt.